Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Heute geht es mal wieder zurück in den Global War on Terror und zwar mit dem Chest Rig von London Bridge Trading 1879 Bravo, so die Bezeichnung. West Split Front Flotation ist so öfter mal das, was man auf dem Label lesen kann. Hier ist das Ganze einmal zu sehen in Tan. Die Version, die wir uns gleich im Detail angucken, habe ich die Olive ausgewählt, die ich noch in meiner Sammlung habe. Das kann man ein bisschen besser auf dem Untergrund gleich erkennen. Diese Weste wurde viel von Navy Seals getragen, von Pararescue-Jumpern, von Special Forces auch, aber ein bisschen seltener. Und ansonsten auch viel von EOD-Personal, weil dieses Chest Rig ein besonderes Feature hat, was wir uns gleich auch nochmal schön im Detail angucken werden. Dann gucken wir uns das 1879 Bravo Chest Rig mal im Detail an. Wir haben hier vorne erstmal vier dreifach M4 Magazintaschen. Die haben hier innen drin Klett und den Druckknopf, um die Tasche zu verschließen, und ein wirklich starkes Gummi, um die Tasche zu komprimieren. Am Boden haben wir wie bei der gesamten Ausrüstung meistens wieder eine Wasserablauflösung. Das Besondere im linken Bereich ist die erste Tasche, und zwar hat die die Möglichkeit, eine Pistole aufzunehmen. Das kann hier auch rausgenommen werden. Hier innen drin sind die Gegenstücke. Hier kann auch die Höhe des Gurtes verstellt werden, um es der Waffe etwas anzupassen. Ansonsten ist die Tasche genau identisch, aber wie gesagt, hier würde noch eine Pistole reinpassen. Dann haben wir die zwei kleinen Taschen für Signalmittel oder andere kleine Dinge, die man da noch mal reinkriegt. Auf der linken Seite die Mehrzwecktasche mit Reißverschluss zu öffnen, die ein bisschen Platz bietet für gewisse Dinge, die man noch mitnehmen möchte. Und auf der gegenüberliegenden Seite eine Funkgerätetasche. Nochmal ein Klett mit Paracord, um das Funkgerät zu sichern, und natürlich die Klappe. Dann haben wir hinter beiden Magazintaschen noch ein Fach, was mit einem Reißverschluss gesichert ist. Und zwar haben wir hier nochmal Gummischlaufen und zusätzlich Platz, um Tools, die dann zum Beispiel der EOD, also der Kampfmittelräumer, braucht, hier zu verstauen, die er dann direkt vorm Körper braucht, um damit zu arbeiten. Oder der Breacher, der hier noch Zubehör hat. Und das haben wir auf beiden Seiten. Deswegen war dieses Chest Rig auch bei den verschiedenen Leuten, die eine Sonderfunktion hatten, sehr beliebt, wie Breacher, EOD, Pararescue, die denn da nochmal zusätzliches Equipment hinter verstaut haben, auf das sie schnellstmöglich zugreifen wollten. Dann haben wir die Schultergurte. Hier nochmal zwei Rollebänder, wo man nochmal was dran befestigen kann. Signallichter, vielleicht nochmal einen Schlauch durchführen oder was fürs Funkgerät. Und hier haben wir zwei ACW-Clips. Die sind ein bisschen besonders vom Schnitt her. Die hat LBT Anfang 2000 eingeführt. Und die sind dafür da, um einen Rucksack daran zu befestigen. Hier vorne die gleichen Clips, womit man die Weste dann an der Front öffnen kann. Drehen wir das Ganze mal um. Auf der Rückseite, wir haben ja hier die Clips, die ich vorne gezeigt hatte. Und hier hinten sind nochmal die Gegenstücke für den unteren Bereich von dem Rucksack. Den gucken wir uns aber mal in einem separaten Video an. Dann haben wir hier noch an den Gurten hier zu sehen eine kleine Klettfläche. Die ist für ein Polster, was aufgeklettet werden konnte, um nochmal hier eine zusätzliche Polsterung aufzubringen. Hier haben wir das typische goldene London Bridge Trading Logo, also für die damalige Zeit typisch. Das hat sich mit der Zeit geändert und ist immer eine ganz gute Hilfe, um Artikel von London Bridge Trading zu datieren. Und hier nochmal das Label vom Chest Rig, hier LBT 1879 Bravo,
West Chest Split Front, hatte verschiedene Namen. Ursprünglich hieß es auch mal LBT 1879 Bravo Chest Rig und dann kam erstmal die Bezeichnung NSWDG, also Naval Special Warfare Development Group, das, was man unter SEAL Team 6 kennt. Und hat normalerweise noch den Zusatz draufstehen, Flotation, weil in die vorderen Bereiche, hier sieht man, die sind ein bisschen breiter geschnitten auf beiden Seiten, da konnten Auftriebskörper eingebracht werden, die einem zusätzlich noch die Möglichkeit der Auftriebshilfe geben, wenn man im Wasser operiert. Hier ist jemand durch den Vorbesitzer, der hat das hier abgeflext und glatt geschliffen. Hier sind auf jeden Fall auf beiden Seiten nochmal ja, kleine Zubehörtaschen, wo ich nochmal irgendwas reintun kann, Karten etc. Dann haben wir hier unten noch Ösen für Zubehör und zwar, wie hier zu sehen, das ist ein Belt Pad. Da kommt der hier unten im unteren Bereich, kommt der normale Gürtel durchgeschlauft, wo dann die Zusatztaschen dran sind für Maschinengewehrmunition oder ähnliches, Holster, wie auch immer. Und hier oben die kleinen wurden dann durchgeschlauft. Und festgemacht. Ist jetzt natürlich verkehrt rum, aber nur um das mal als Beispiel zu zeigen. Dieses Pad ist auch von London Bridge Trading. Dann haben wir unten noch den Bauchgurt. Den habe ich jetzt mal aufgemacht, damit mich das besser auseinanderlegen kann. Kann an einer Seite auch wieder festgeklippt werden und dann so ganz einfach getragen. Das war es dann erstmal zum 1879 Bravo. Dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zusehen. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein, aktiviert die Glocke, lasst gerne einen Kommentar da und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielen Dank!